Hallo! Wer seid ihr denn, ihr Höhlenmenschen? Hau ab! Du Neandertaler! Ich bin weg hier. Hilfe! Wo geht ihr hin? Und ich höre gerade, ich habe die Minecraft-Mucke an im Hintergrund, das ist ja doof. Ja, ich auch. Ich habe so 20% runtergedreht. Ja, hallo, verehrte Leute. Willkommen. Hallöchen. Bei meiner ungepflegten Abendunterhaltung. Du bist ungepflegt. Wir sind wieder hier. Schau, wo trinken Bier. Und oh ja, warte, warte, das muss man hören. Schlück, Schlück. Ja, das war ein ekliges Geräusch, aber egal. Ja, nach Hexit. Wir haben es ja schon groß angekündigt hier. Groß haben wir es angekündigt. Es ist sehr groß hier. Wir sind jetzt in Feed the Beast. Mit Pico ist heute auch dabei. Sag mal, hallo. Nicht. Genau, der Schwarze da, der maximal pickiert. Was bist du eigentlich? Es ist ein Ninja, oder? Das Geheimnis lüften wir irgendwann noch. Okay. Dann machen wir es so. Neue Welt, neues Glück. Neuer Begleiter, neues Texture Pack. Wir benutzen das John Smith unten in der Beschreibung, wenn ihr wollt. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, bevor es hier dunkel wird, oder? Ja, genau. Ja. Wo wollen wir eigentlich hin? Guck mal, hier ist schon so ein cooler Baum, den ich noch nicht kenne. Oh. Cooler Baum. Das ist doch ein Birch, oder? Das ist ein Gänseblümchenbaum. Das ist doch ein Birch. Ein Birnbaum. Das ist ein Gänseblümchenbaum. Ach so. Weißt du eigentlich, dass wir das auch benennen könnten wie meine Kochshow? Ich habe nämlich überlegt, ich mache mal eine Kochshow, die heißt Feed the Beast und alle müssen mich füttern. Das ist ja eklig. Alle müssen für mich kochen. Wie ein Jungtier und dann zum Nest und dann füttern oder was? Ist ja cool. Ich krieg keine Items, Mann. Oh Mann, du armes Würstchen. Ich baue mir jetzt einen anderen Baum ab, nur für mich alleine. Ja, also wir spielen übrigens Feed the Beast Unleashed, falls ihr es noch nicht wusstet. Das ist die neuere Version. Es gibt ja noch Ultimate, das ist die ältere, aber da ist es angeblich so, dass es alles viel schwerer ist und so. Ich habe gerade mein erstes Achievement bekommen, wie schaut's bei euch aus? Was für eins? Getting Whipped. Ja. Nee, da bin ich schon zu cool für. Ja. So. Muss man hier gerade ein bisschen die Musik runterdrehen, das ist ein bisschen nervig. Geht's bei dir voll ab? Ja, voll die epische Musik. Voll die Disco-Party bei dir? Ja. Ich lass gerade die Atzen spielen im Hintergrund. Okay. Ich hab Holz, was machen wir jetzt? Essen. Gute Frage, wir sollten uns vielleicht mal irgendwie eine Höhle suchen. Wir können ja erstmal so die ersten paar Folgen Höhlen touren. Ich weiß mal, das ist immer ein guter Anfang. Ja, genau. So ein bisschen in der Höhle unterkommen und dann. Oh, Bienen. Ja, was mache ich damit? Sollte man das abbauen? Bist du sicher? Nee. Lass nicht durchrennen. Bist du sicher, dass man die abbauen sollte? Ja, bestimmt. Sie ist jetzt kaputt und nichts ist übrig. Du ja, bist ich glaube, hier ist ein Schwein. Du bist ein Honk. Ja, weil. Ah, da ist ein Schwein gedroppt jetzt aus dem. Ja, genau. Das war ein Schweine-Dings. Ey, ich krieg hier keine Items. Ihr könnt mich am Arsch lecken, ey. Das ist mein Baumschwein. Okay, dein Baumschwein. Schwein. Warte, ich schubse es dir runter, wenn's so. Okay. Hau ab, Pico! Mein Essen! Ich will auch ein Schwein haben. Nein! Kann aber nicht wahr sein. So, wo gehen wir hin? Hab ich? Ich will nicht in den Sumpf. Und ich will auch nicht in die Wüste, in der Möglichkeit. Oh, ich hab gerade irgendwie was gemacht. Drück mal Minus. Minus? Minus. Ja, dann kannst du einen Waypoint eingeben. Ja. Und dann? Ja, keine Ahnung. Was hab ich gerade gemacht? Wahnsinn, kannst du einen Waypoint eingeben. Kannst du nicht irgendwie auf die Map gehen oder guck mal, so? Das Schwein ist dreckig. Was ist mit dir? Das ist ein Apokalypse-Schwein. So, wie mir klaut wieder jemand mein Fleisch. Ha, ihr wart beide hinter mir her. Ihr seid scheiße. Also ich schau mal kurz in den Controls rein, ob es irgendwie eine Map-Key gibt oder so. Was ist hier für ein cooler Baum? Das ist deiner. Der entspricht so ungefähr deinen Vorstellungen. Ja. Was ist denn hier? Alter, guck mal hier. Was ist das? Ist das dunkel. Ist das Benzin? Was, Benzin? Ich hab's kaputt gemacht. Hattest du das gesehen, Pico? Nee. Ich hatte einen ganz geilen Anzeigefehler. Ja, ich auch. Der gehört nur mir ganz alleine. Wollen wir nicht mal nach einer Höhle suchen oder so? Hier ist voll der Chinesenbaum. Ist voll cool. Chinesenbaum? Ich hab grad voll den Enderman gehört. Ach so, du meinst hier diese idyllischen Teile, ne? Diese Kirschblüten oder was das ist. Ja. Die heißen Sakura irgendwas. Willst du dich hier auch wieder in eine Höhle einbuddeln? Lass doch zumindest später mal so ein kleines Häuslein bauen. Hier ist nochmal so ein Bienenstockzahl. So ein Schweinestock. Und weißt du, eigentlich finde ich es gut, wenn wir uns hier oben auf der Anhöhe bisschen. Ja, ich dachte, wir wollten uns so reinbuddeln. Ja, du bist echt der Höhlenmensch überhaupt, ne? Ja, am Anfang. Also ich bin auch für oben irgendwas. Weil hier hast du so viel Platz. Hier kannst du nur die Bäume wegnehmen und dann hast du eigentlich schon alles fertig. Ja, wollen wir hier dann dauerhaft bleiben, oder? Ja, bin ich für.
Und das, ja, aber wollen wir nicht irgendwas überlegen, was voll episch ist, was wir vielleicht so machen können? Ja, eine Höhle oder was? Und dann immer Module eine Höhle bauen. Eine epische Höhle bauen. So ein Schloss mit Modulen oder irgendwie so ein Baumhaus mit ganz fetten Modulen oder irgendwie sowas. Ja, ich wäre dabei. Ja, aber das kannst du auch nicht in der Höhle bauen. Ein Höhlenschloss. Keine Höhle. Deswegen hätte ich halt gesagt, wir machen am Anfang eine Höhlentour und bauen uns da ein paar Ressourcen ab und so und dann schauen wir, was wir halt machen. Ja, dann, aber dann brauchen wir schleunigst mal Nahrung. Ich habe nämlich nicht mehr viel. Ja, ich schon. Ja, ich weiß doch wieso. Du nimmst immer meine Schweine weg. Stimmt, wie holen wir uns eigentlich am besten Nahrung? Mit Schweinen. Schweinen, Schafe bringen ja nichts. Nö, Döner bringen die. Hab ich gehört. Döner. Ich dachte, das sind Pferde. Pferdedöner, mmh. Ja. Ey! Mann! Der Loot-Dieb schlägt wieder zu. Rage quit jetzt gleich, ey. Oh, hey, die bringen schon was, die Schafe. Echt? Die bringen Lamb-Job. Ja, das brauchst du nur noch ein Fladenbrot und fertig. Ja gut, dann fertig bauen wir uns hier oben so ein temporäres Haus hinbauen, oder? Ich hab ne... Oh, ich hab ne Raspberry. Loch, ich hab ne Raspberry. Fettes Loch. Ich liebe fette Löcher. Oh, ne Höhle. Oh. Aber eine richtig fette Höhle. Ich springe. Ich auch. Raffi, hast du ja keine Anzeigefehler? Ich hab so leichte Lichtbugs, die sehen sehr, sehr geil aus. Ja, ich auch ein bisschen so. Ist das Marble oder was ist das? Ja, ich glaube, das ist Marble. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen Holz sammeln, bevor wir in die Höhle gehen? Ja, das wäre ganz gut. Warte, ich mache mal eine Workbench, gell, für euch alle. Ja, ich mache hier immer noch ein bisschen Viecher kalt. Und ich baue noch... Das geht so nicht. Ich habe sogar schon Beeren. Eine Axt. Warte, ist hier Dings drauf, wie heißt... dass die Bäume abgefällt werden automatisch? Nee, schade. Nee, ist es nicht. Wie heißt denn das gleich nochmal? Tree Capitator oder sowas? Oder genau. Timbermod, eins von beiden. Timbermod, genau. Das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Warte, hier kriegst du mal die Axt, die brauche ich nicht mehr. Danke! So bitte. Läuft das. So läuft das doch perfekt. So, und ich habe schon ein Schwert. Aus Stein. Ne, aus Holz. Ja, ich hätte jetzt halt gerade Steine abgebaut. Ja, mach das doch. Ich habe gesagt, ich suche noch ein bisschen Nahrung zusammen. Okay. Ich habe nämlich auch schon leckere Beeren. Mm. Das ist Quarried Stone. Okay. Ist der gut? Was kann der was? Raffi, du bist hier der Experte. Du musst mir sagen, was mir der bringt. Los, sag es mir! Das wissen. Sag es! Ah, ich habe Kohle gefunden. Kohle? Achso, Kohle. Nein, Quatsch. Jetzt bin ich reich. Ja. Erstmal ein Sparkonto anlegen. Ja. So, wo ist die Workband? Da ist er. So, ich esse erstmal was. Achso, ich kann ja mit Holz kein Eisen abbauen, gell? Oh, die Beeren bringen aber nicht so viel, ne? Beeren bringen halt... Ich hab hier so Beeren und Sträucher. Dunkel, ne? Ja, spätestens dann können wir in die Höhle gehen, weil dann ist es draußen nicht sicherer als in der Höhle. Ja, habt ihr genug Holz gesammelt? Ich bin noch dabei. Warte, ich geh euch ein bisschen Steine. Du trägst das Schwert auf dem Rücken, ist echt geil. Ach, das ist auch drauf. Ja, es sieht echt geil aus. Wer trägt das? Warte, Tico und Chavo, ich gebe euch mal hier jeweils 3 Steine, dann könnt ihr euch Steinaxes machen. Ja, und dann können wir mal in die... Ey! Ja. Jetzt hast du mich schon wieder mal... Hab ich gar nicht. Ich würde dich hauen, wenn ich könnte. Du lügst doch, du. Ist halt die Frage, Steinaxes oder Steinpickaxes? Ich mache mir erstmal eine Axt. Ich sammle ein bisschen Holz. Okay, dann baue ich noch ein bisschen Stein ab. Machen wir so voll die intelligente Arbeitsteilung. Wir sind echt gut, ne? Wir haben viel dazugelernt. Das ist ein eingespieltes Team inzwischen. Na komm, hier, die Holzaxt kommt jetzt weg. Ich bin schon ins Steinzeitalter vorgedrungen. Dann kommt das Eisenzeitalter. Mhm. Ich habe noch ein bisschen Kohle. Und du hast gesagt, Schafe bringen auch was? Ja. Dann töte ich alles, was mir in die... Das Schaf steht unterm Baum. Du denkst, ich sehe dich nicht, wa? Es versteckt sich bei dir. Du Monster. Hier liegt eine Holzaxt. Ja, die habe ich da hingeworfen. Achso, das war deine. Ich sammle einfach. Ja, du bist hier so der Krimskramsladen, ne? Ist langsam dunkel eigentlich. Das geht, oder? Wo ist denn die Sonne? Also die Sonne steht recht tief schon. Ja. Wir können uns dann gleich mal aufmachen. So, ich habe jetzt ein bisschen Stein, dann können wir uns... Ah, hier ist noch Eisen. Oder was ist das? Können wir uns noch ein paar Schwerter basteln. Nein, das ist Copper. Ich dachte, ich habe Eisen gefunden. Ach, Mann. Voll die Enttäuschung. So, ich muss jetzt nur gucken, dass ich die Höhle gleich... Ah, da ist die Workbench. Okay, ich orientiere mich einfach an der Workbench. Und sonst finde ich nämlich nicht mehr zurück. Warum habe ich Copper? Weil Copper auch wichtig ist später.
Nein. Schätz dich doch mal zufrieden mit den Sachen, die du bekommst. Das schaut voll cool aus. Das ist so voll rot, die Höhle, ein bisschen, wenn man runterschaut. Rot? Rot. So, hast du einen Stein? Es wird jetzt dunkel, wir können dann gleich in die Höhle gehen. Ja. Ich baue mich gerade schon runter. Was ist das denn hier? Wie baue ich mich runter? Achso, du baust eine Treppe. Oh, das ist ja... Ah, Iron, ich habe Iron gefunden. Luxus. Das hier ist Kupfer, das dieses Gelbe. Wo? Ich habe voll den Anzeige. Da oben drin, genau, das ist Kupfer. Ich habe einen leichten Lichtbug. Bei mir flackert das die ganze Zeit. Nee, das ist doch Gold, oder? Oder was ist das? Nein, das ist Kupfer. Das ist doch kein Gold, du weißt doch nix. Oh, jetzt habe ich hier deine... Wieder, wer hier Ahnung hat und wer nicht, gell? Ist ja alles völlig neu für mich hier. Ja, für mich auch. Vor allem mit dem Texture Pack. Ja, ich meine, ich kenne das Texture Pack, aber das ist eine ältere Version davon. Ich weiß, damit habe ich vor 200 Folgen mal Minecraft gespielt. Boah. Oh, was ist das? Ich habe was Neues gefunden. Die Höhle, die leuchtet echt rot hier. Ich habe Certus Quarzdust gefunden. Ich habe Eisenerz gefunden. Cool. Ich kann es noch nicht abbauen. Yeah. Ich nehme noch ein paar Steine. Hast du die Workbench mitgenommen? Nö. Warte, ich baue einfach eine neue hier unten hin. Fertig. Was kostet die Welt, ja? Ja, lass erst ein bisschen reingehen, bevor wir da eine kleine Basis aufschlagen. Ich habe hier voll die Eisenerzader. Ist doch cool. Was ist das hier? Yeah. Ach so. Kann ich nicht abbauen. Habt ihr euch runtergebaut eigentlich? Ist einfach nur runtergesprungen, oder? Ich bin ein Stück gelaufen, dunkel. Ja. Es ist echt dunkel, warte. Ich stell mal. Ich hab ein bisschen Eisen hier, warte. Holz meine ich. Ich meine. Steine meinst du? Coal. So. Was ist das da? So viele neue Ores. Ist das hier schon. Ne, was ist denn das? Das kann ich noch nicht abbauen, glaube ich. Das dauert zu lange. Redstone. Ich baue uns mal ein Furnace, gell? Hm? Ja. Und dann koche ich da das Iron Ore. Du kochst. So, was haben wir. Meinst auch mal noch dazu, ne? Ja. Da unten bewegt sich ein grünes Erz. Ist das nicht sowas wie Radium oder sowas? Irgendwas Atomares? Keine Ahnung. Ja. Also Uran gibt's, glaube ich. Uran, ja, sowas. Irgendwie sowas. Ich würde sagen, wir machen uns alle mal eine Eisen-Pickaxe, oder? Damit wir da ausgerüstet sind. Hm? Ich nehme so lange noch das Eisen mit. Wenn das Eisen ist. Was ist das da? Uran kannst du eh noch nicht abbauen, war. Oder? Cool, das ist aber kein Uran. Das kann man mitnehmen. Was dann? Warte, ich baue es erst ab, damit ich es habe. Damit ihr es nicht haben könnt. Haben. Ja, ne? Genau so funktioniert das. Das sind die richtigen, ey. So, das ist... Earth Shards. Erdscherben habe ich. Earth Shards. Was ist das da? Das ist Zinnabar-Ohr. Ich glaube, das ist nicht sonderlich wichtig. Ich weiß es aber nicht mehr. Meinst du? Das war nur ein Teil, glaube ich. Es ist nicht radioaktiv quasi. Wenn es nicht radioaktiv ist, ist es nicht wichtig. Dann wollen wir es nicht. Genau. Was ist das hier alles? Oh, so viele Erze. Ich habe Certus Quarz und Certus Quarz Dust. Ist das nicht schön? Ja, genau. Another one bites the dust. Dü-dü-düm. Bam, düm, bam, düm. Bam. So, wer geht in die Höhle jetzt darunter, Schabo? Bitte Freiwillige vor. Ja, ich bin schon hier. Ich habe aber gar keine Fackel. Chill doch mal ein bisschen. Nein, es ist wichtig. Ich brauche es alles. Hast du eine Fackel eigentlich? Nö. Oh, ich hab Amber bekommen. Amber heißt das. Ja, Amber. Es wird da mit A geschrieben, oder? Ja. Ich hab Emerald bekommen, ey. Und damit kann man sich auch eine Pickaxe bauen, gell? Mit Amber? Oder Amber? Mit Emerald. Hm? Ruby, Emerald und Smaragd. Und Saphiren und allem, ja, ja. Irgendwo geht's hier rund mit den Spinnen, hörst du das auch? Ich lege hier noch Iron Ore. Ihr könnt euch alle eine Iron Pickaxe machen. Ist genug Iron da. Und Iron Schwert vielleicht auch gleich, oder? Ich hab auch nochmal Eisen nachgelegt. Und wir brauchen definitiv was zum Essen. Ja, ich hab noch 7 Schweinefleisch, die ich gleich reinhauen kann. Okay. Ja, die können wir ja erstmal braten hier, wa? Warte, ich mach noch einen zweiten Furnace. So, dann habe ich schon mal die Spitzhacke. Hier ist, da ist noch ein Furnace, gell? Ich leg dir mal 2 Kohle rein. Mhm, so, läuft. Brennt. Die soll ich euch auch gleich Fackeln mitmachen? Ja, wenn du ein paar hast, das wäre cool. Hast du Kohle? So, ja, pass auf. 16 für jeden. Wir können auch Holzkohle machen. Ja, das ist ja Verschwendung. Holz ist, glaube ich, wichtiger als... Da liegt noch Fackeln, gell? Pico, falls du nicht hast. Warte, ja. Danke. So, ich nehme mal 2 Fleisch raus für mich. Direkt mal zum Futtern. Ja. Oh, so ein Schnitzel tut das gut, ey. Ich brauche auch eins.
Ich habe auch noch Büsche, da könnte man ja eigentlich seinen Bären anpflanzen. Ich weiß nicht, ob das unter Tage geht. Achso, warte, ich mache mal ein besseres Schwert. Holz ist mir nicht mehr genug. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich mache mir direkt mein Eisenschwert. Was kostet die Welt? Ich auch. Ist ja genug Eisen da. Jo, daran sollte es dann nicht scheitern. Ich schau mal, ob man irgendwie schon ein Backpack machen kann oder so. Da braucht man Chest, Wolle und String. Ist gar nicht mal so schwer. Wir brauchen dann nur eine Wolle, ne? Ja. Oder Strings sind eher so die Sachen. Wolle habe ich eine. Ich habe auch eine. Weil ich ja Lammdöner gefarmt habe. Aber ich meine, wenn wir genug String haben, dann können wir auch String auch Wolle machen. Was ist das? Ist das da? Du Diamant? Darfst, stellt er sich einfach vor mich, weißt du? Oh, hier unten leuchtet es überall. Es ist wunderschön. Ja, was ist das? Es leuchtet einfach Silver überall. Ohr. Sehr cool. Ist schon ein Zombie? Alter, geht das hier tief rein. Hier musst du aufpassen. Wenn ihr reinfallt, dann seid ihr ziemlich am Arsch. Und es leuchtet wirklich überall. Es sind überall Erze. Krass. Das oh, jetzt Kohle. Leuchtet bei dir? Da, siehst du nicht das gelbe Leuchten? Das schaut schon cool aus. Ja, und hier nebenan ist noch eine Höhle. Da geht's auch runter. Also es ist schon krass, was hier abgeht. Wollen wir unsere Furnaces so mitnehmen oder kommen wir da zurück? Ich würde sagen, wir kommen zurück gleich, oder? Ja, klar. Wir können jetzt ja nicht hier unter Tage gehen. Lange. Wir wollten ja oben eh das Mega-Schloss bauen. Mit Modulen, okay. Mit Modulen. Ja, mir egal, wir können auch ein fettes Baumhaus mit Modulen bauen. Wir können auch eine Unterwasserbasis mit Modulen bauen. Ich wäre für ein Atom-U-Boot mit Modulen. Okay. Hauptsache Module. Ja, warte, das passt doch dann. Dann machen wir uns oben ein paar Chests, oder? Dann können wir da gleich unsere ganzen Orten alles reinlegen, was wir nicht brauchen. Was ist das da? Ich meine, so lange halten wir eh nicht durch, weil wir eigentlich kein Essen haben. Schau mal, Pico, schau mal, da oben. Was? Oh. Boah, was ist das denn? Das ist irgendwie ein Air-Shard. Voll cool. Ich habe vorhin noch Force Gem gefunden. Habe ich das jetzt mitgenommen oder habe ich das jetzt kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe gerade Nee. Ach, Monazit ist das. Hier gibt's echt so viel krasses Zeug. Ja, das ist das Problem. Du bist eigentlich sehr, sehr viel damit musst zu viel Zeit ins Sammeln investieren, ne? Ja, ist doch gut. Ich meine, wenn du dir Tacket anschaust. Da ist noch sowas Rotes, Komisches und sowas Lilanes hast du da auch noch. Ich habe voll den Lichtbug mit den Fackeln. Ich weiß auch nicht. Das flackert bei mir hier die ganze Zeit. Jetzt geht's. Cool. Das ist ein Lichteffekt. Nee, da krieg ich bald einen epileptischen Anfall. Das ist ein bisschen uncool. Dann klappst du während der Aufnahme weg, oder was? Fassen wir zusammen epileptische Anfälle. Zombie. Ein Angry Zombie. Nein. Sind die nicht immer angry? Keine Ahnung, da steht links oben Angry Zombie. Vielleicht hat der angry. So eine Wut auf dich. So eine Wut hat der. Hat kurz ein bisschen Angst gehabt, ey. Wenn ich dann natürlich das Habitat zerstöre. Ja. Du bist hier wie die Einwanderin Avatar. Boah, der hier geht ja fett nach unten. Och, ich muss immer Fackeln setzen, sonst krieg ich echt einen Anfall. Ey, das sind meine Erze, weg! Geh weg! Hau mir ab! Gold, oder was? Mein Gold! Ja, das ist Gold. So, ich hab alles. Dun, dun, dun. Ich weiß, aber echt so krass viel Zeug. Goldsachen eigentlich besser als Iron, nicht, oder? Nein. Ich glaube von der Geschwindigkeit her schon, haben wir aber nur so 10 oder 15 Haltbarkeitsdinger. Achso, ist ja cool. Dann sind die futsch. Ah, das ist Redstone. Rotstein. Ich hab Monazit-Erz noch. Ja, ich hab jede Menge, ich weiß nicht wofür. Ich schau später, was ich alles mitgenommen habe. Alles mitnehmen, genau. Oh, hier ist ziemlich viel Lava, ne? Mr. Lava, Lava. Was Lava? Du laberst. Du laberst! Huch, ist jetzt kaputt gemacht? Hört das jetzt auf? Fragen über Fragen? Ihr habt ihr Zeug vergessen. Renn einfach vorbei. Nein, ich habe die Lava sichergestellt. Ich bin Brandschutzmeister Chavo. Ach so. Ja, dann. Da ist noch was. So. Ich habe schon 5 Level. Oh, fühlt sich cool. Du bist jetzt hier wie in Cube World, ne? Willst wieder voraus machen und so. Was ist das denn? Ich hänge euch alle ab. Was ist das da? Aluminium. Monazit. Oh, ich kann mir Alufolie machen. Alufolie. Ja, ich habe Aluminium. Jetzt bleibt mein Essen immer frisch. Yay. Alter. Not bad. Was ist das da? Mann. Hat jemand eine Uhr eigentlich? Ja, klar. Zwecks, Ja, es ist noch Nacht. Achso, so eine Uhr meinst du?
Au, was ja. ist denn das? Au, der Busch hat mir Schaden gemacht. Aua. Das ist doch gleich aus Hexe, oder? Ja, das kann sein. Schaden macht. Ich habe ihn getötet. Nimm's am besten mit. Nimm's am besten mit. Ich habe jede Menge Büsche schon. Iron so. Ore. Ein Iron Ore Berry Busch. Ich weiß aber nicht, was man damit macht. Ne? Das haben wir damals auch. Du kannst anpflanzen, dann wachsen da Ore Berries und die kannst du dann zu Ingots schmelzen. Echt? Ich. Das ist natürlich ja. hammer nice. Das ist auch nice. Das baust du ja eigentlich ab, Pico? Das ist Obsidian, ne? Ja, ja. Kannst du nicht abbauen mit deiner Eisen? Ich will einen Obsidian-Block haben. Ja, das geht nicht. Brauchst du Diamond? Ja. Hat jemand schon Diamond? Nein. Schade. Das ist doch. Ich habe Uran. Das müsste dann im Inventar solche Geräusche machen, das wäre cool. Du leuchtest schon. Oh, 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 oh. Was ist Bald da? Fallen dir auch die ersten Zähne aus, Raffi, das ist alles ganz normal. Erst fallen die Haare aus. Achso, du hast das schon mal durchgemacht, ja? Ja. Ich war mal Uranhändler, aber das ist mir nicht gut bekommen. Oh, guck mal hier, ich habe eine Höhle gefunden. Oh nein, eine Höhle. Höhlenception. Aber weißt du was, die Höhle können wir in der nächsten Folge erkunden. Da ist ein Angry Zombie, glaube ich. Komm her, mein Freund. Oh Gott, so viel Weg. Ich war schon so ewig nicht mehr Höhlenfreund. Mein Fleisch. Boah, es zischt so komisch. Der war verstrahlt. Hier verbrennt irgendwo eine Spinne. Wollen wir hier eine kleine Pause machen? Hier ist ein Dungeon. Nehmen wir das noch mit? Oh, jetzt hier. Das ist ein Cliffhanger für die nächste Folge. Okay, nehmen wir nächstes Mal mit. Ja. Ich komme genau. auch in die Lücke. Also, dann hoffe ich, hat es gefallen, die erste Folge von Feed the Beast Unleashed, der neuen Serie. Könnt ihr ein Like da lassen, wenn schon. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal, oder? Ja. Jop. Wollt doch irgendwas sagen? Aus bye Hacke bye. Peter wird Kacke später. Okay. Tschüss. Hasta la vista. Tschüss.